Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Dübe Detlef und der Grind, der Grind, der Grind. Tja, was soll ich dazu sagen? Es ist mal 5, der Boost läuft, wir müssen fahren. So würde ich es beschreiben. Es ist wieder eine Aufnahmesession. Die letzte lief sehr gut. 8 Gefechte, 8 gewonnen. Diese waren jetzt 4 Gefechte, davon 1 gewonnen. Wir hoffen einfach, dass die Session, die jetzt gerade natürlich läuft, dass die irgendwie besser ist. Also jetzt gerade. Dieser AMX hier. Dass der das Rennen macht. So, wir sind schon mal 2 Artis auf der anderen Seite. 3 Jagdpanzer, okay. Unser direkter Gegner ist der Emil 2. Sehr gutes Clip-Potenzial. Ist in Ordnung auf jeden Fall auf seiner Stufe. Jagdtiger finde ich persönlich ein bisschen angenehmer als ein STRV auf der Map. Also da scheinen sie einen kleinen Vorteil zu haben. Also von daher ist das, ja. Was soll man dazu sagen? Wir versuchen unser Glück, oder wie sagt man das? Ja, die Arti. Die macht jetzt hier nicht den Mega-Unterschied. Man tastet sich also so jetzt erstmal nur langsam ran. Das heißt, wir werden jetzt erstmal ein, zwei Positionen bespielen. Wir werden gucken, dass wir ein bisschen Schaden unterbringen können. Auf jeden Fall schon mal ein schöner Hit. Nochmal ein Blind. Leider unsere Badge ist schon rausgegangen auf der offenen Fläche, glaube ich. Unsere Panzer nehmen ja relativ fix jetzt die Stadt ein, was so auch erstmal in Ordnung ist. Wäre, glaube ich, mehr als Luxusschuss geworden. Ja, wir werden jetzt hier mitmachen. Weil die Stadt haben ist jetzt gar nicht mal so schlecht. Alter. Warum dieser Schuss schon wieder so kam, das ist doch die große Frage. Der Emil, den dürfen wir nicht unterschätzen da oben. Der hat eine gute Position. Wir müssen, glaube ich, jetzt hier hinten erstmal clearen. Gegner macht da gerade vorne Druck drauf. Wir müssten hier außen auf jeden Fall mal clearen. Aber da wäre ich jetzt hier auch alleine. Gegen Jagd 8-8er. Komm ich nicht durch. Das ist natürlich ein bisschen schade, muss ich sagen. Können wir ihn nicht frontal durchschießen. Wir müssen, glaube ich, mal ein bisschen aktiver werden. Kein Hit leider. Alter. Was war das denn?
Also den Schuss habe ich jetzt nicht verstanden. Klar war Auto-Aim, ne? Aber... Also es war ja jetzt ein easy Auto-Aim, ne? Ist der dahinter? Scheiße. Darf ich nicht pennen. Alle tot. Bis auf den, da können wir noch mal mit Auto eben was probieren. Der wird hinten in der Ecke stehen. Ja, er steht auch. Da kommen wir nicht ran, schade. Ah, da waren jetzt wieder zwei Schüsse dabei. Die muss man so nicht machen. Da muss ich mich einfach mal ein bisschen mehr anstrengen. Hab jetzt gedacht, seitlich auf dem Jagdtier, easy. Auto eben, fährst du rum, schießt du. Schöner normaler Pen, ne? Ach Leute, manchmal fragt man sich auch, ja. Noch nicht mal 2000 Schaden, das ist ein bisschen mau, muss ich sagen. Das ist ein bisschen mau, aber es ist gut verteilt gewesen. Team war durchweg eigentlich gut. Da waren wieder, wie gesagt, der eine auf dem FCM und der auf den Jagdtiger. Das sind beide Schüsse, die müssen einfach rein. War beides Auto eben. Aber das muss einfach funktionieren, die müssen treffen. Verstehe ich nicht so ganz, warum die nicht reingehen. Für mich leider ein bisschen unverständlich. Aber so macht das halt nun mal leider Wargaming. Schüsse des, ja, des Chaos, die irgendwo rumfliegen, nur nicht in ihr Ziel. So, AMX AC48, voll ausgebaut, Clip-Potenzial 3 Schuss, A400 Damage. Hier können wir uns das Ganze nochmal angucken. 257 Durchschlag, das ist völlig ausreichend. 325 auf der APCR, das ist sehr gut. Leider natürlich kein Turm, wie wir sehen. Und diese großen Tumore, die man hier oben sieht, die sind alle pennbar. Also wenn sie hier nicht gerade vorne auf die glatte Fläche, also auf die angewinkelte Fläche schießen, wo du dann auch noch Glück haben musst, dass sie nicht durchkommen, kommen sie auf jeden Fall oben an den ganzen Luken durch. Ist ein bisschen schade. Lässt sich aber nicht vermeiden. So, zwei Arties. Wir hoffen mal, dass wir jetzt hier nicht gespottet werden gleich. Canyon fahren ein paar rein, das ist gut. Ein paar sollten da auf jeden Fall rein. Einer könnte zur Brücke fahren, das wäre super. Macht aber, glaube ich, doch der Rheinmetall, glaube ich. So, jetzt das Wichtigste, nicht aufgehen. Immer noch nicht aufgehen. Ja, genau. Bisschen die Dings hinter mir halten. Eindrehen. Er wurde ja noch nicht beschossen, das heißt, er denkt, dass da eigentlich ganz cool ist. Jetzt wurde er beschossen, aber auch noch nicht richtig gedamaged. Ich glaube, er ist immer noch sehr zufrieden mit seiner Position. Oder? Nee, nicht ganz. Ja, doch. Ist er noch zufrieden? Komm, komm, komm. Er muss weiter rausfahren. Das ist, glaube ich, die Position, wo ich ihn treffen kann. Bis da müsste er raus. Ja, Canyon geht sehr viel. Ist ein TD. Ist natürlich nicht so jetzt das super tolle Gameplay. Er wird da nicht fahren, denke ich mal.
So, das tat ganz schön weh für den Nana. 2 400er Kellen, das ist schon... schon unangenehm. So, wir werden hier aber nicht mehr bekommen. Wobei es eigentlich gerade ganz gut aussieht. Wir haben ja eigentlich eine sehr gute Position. Mit dem Busch vor uns. Hier hält das eigentlich alles dicht. Wenn unten was kommen sollte, sehen wir das. 4-3, das sieht auch noch gut aus. Oh, okay. Nein, wir können... wir hätten auch vorher schon schießen können. Die Arti. Das ist natürlich unschön, dass die jetzt auf uns flappt. So hätte ich lieber schießen sollen. Das wäre auch viel, viel effektiver gewesen. Als das, was ich da gemacht habe. Okay, ich gehe trotzdem auf. Der Busch hält nicht viel. Kein Problem. So, ich muss jetzt fahren, weil sonst werde ich nichts mehr abbekommen. Große Frage, wo ist der Scorpion hin? Ich werde so, glaube ich, nichts mehr abbekommen. Wir müssen, glaube ich, einmal abkürzen, damit wir überhaupt noch was kriegen. Das wird uns nicht viel bringen. So, das Wichtige ist, wo ist die IS-3? Die wird auch oben auf dem Berg sein, ne? Oder? Ja. Ich würde fast behaupten, das schafft doch. Oder? Hm. Wir werden hier nichts mehr abbekommen. Also das... stand eigentlich schon fest, aber wir haben ein paar schöne Hits gelandet. 1700, damit kann ich mich komplett zufrieden geben. Ist mit dem Panzer auch in Ordnung. Ein bisschen mehr ist natürlich immer schön, ne? Also so ein Hit mehr wäre schon toll gewesen. So dass wir auf so 2-1, 2-2 kommen. Ja, so da in dieser Klasse, da wäre ich gerne hingekommen. Na, 1,680 ist... wir können jetzt ja mal kurz die Statistiken angucken. Ja. Unter Durchschnitt sogar. Was ein bisschen schade ist. Aber. Ja. 3 ist schon mal gedoppelt. Lass uns mal angucken. Auch wenn die beiden Spiele jetzt nicht außergewöhnlich toll waren, muss ich sagen. Wir haben das mal 5 abgegraben. Und das ist auch mal wichtig. Und wie auch in der letzten Folge, werden wir ein bisschen Schmutz fahren. Ruinenberg unangenehmerweise. Trotzdem natürlich machbar mit der Arti. So, E50M, 121, ja, dann haben wir da ein Dreierplatoon. Das Dreierplatoon wird hoffentlich hochfahren und das ist für mich, gibt für mich das Zeichen, dass ich nach oben fahren werde. 2 Artis, das heißt, hier unten kann so und so nur eine stehen, eine unten, eine oben. Weil dann ist es einfach zu eng. Viele TDs, das ist schon mal gut. Das macht das Spiel ein bisschen langsamer meistens. Und auch ein bisschen statischer. Und das ist für Arti immer gut. So, einen Schuss würde ich eigentlich gerne machen. Und das ist eigentlich auch auf die Mitte. Das wäre so der erste Schuss, den ich gerne bringen würde.
bevor ich dann komplett hochfahre. Also ich würde mich jetzt hier gerne hinstellen und würde den ersten hier gerne hinschießen. Ich würde ja fast behaupten, dass hier wer kommt, oder? Kommt keiner? Okay. Fährt direkt in Deckung, ne? Ist ja so ängstlich, ja. So. Okay, da ist die Wand natürlich im Weg. Ja, dann hat es sich leider mit dem ersten Schuss... hat sich erledigt. Puh, die haben sie aber rucki-zucki abgefrühstückt, ne? Ist gar nicht gut, dass es so schnell 2-0 steht. Also im normalen Fall hätte ich mich gefreut, mit der Arti natürlich nicht. Weil ich ein bisschen Schaden ja irgendwo anbringen muss. Der Gegner, wie du siehst, der drückt da extrem. Dieses Dreierplatoon macht da mega viel Druck. Und das ist für mich nicht gut. So, wir gucken mal, was wir hier bewirken können. Die Arti läuft schon mal. Ja, den treffe ich nicht mal. Ja. Das war so klar. Also 5-0, das ist das schlechteste Gefecht ever. Wir werden das hier gewinnen. Es wird mal 5. Es wird mit der Arti sein und es ist einfach nur deprimierend. Ich kann... Was soll ich hier machen? Soll ich mit der Arti jetzt in den Infight fahren? Nee, kann ich nicht. Auf offener Fläche, das war meine Chance. Und sie drücken sie komplett in die Stadt rein. Super unangenehm. Naja, wenigstens ein Hit, ein bisschen Unterstützung. Mehr werde ich wohl nicht rausbekommen. Oh, der Schuss, das wäre doch eine Glanzleistung. Der bleibt natürlich da hängen. Da an der kleinen Kante. Ach, schade. Das war so meine letzte Chance, noch ein bisschen an Schaden zu kommen. Boah. Da hältst du nix. Ein ganz kleines bisschen, ja, 15-0. Also einfach nur beschissen, ne? Schlechter hätte es das Game gar nicht laufen können. Was willst du, 15-0? Was ist einfach, ja, für einen Arsch dieses Game gewesen. Das einzig Gute ist, dass es mal 2 war. Das war das einzig Gute, ja. Guck dir diese Scheiße an. Richtig schlecht. Arti ist ja schon richtig schlecht, aber das war gerade richtig, richtig schlecht. Schreibt was dazu in den Kommentaren. Was willst du bei so einer Runde machen? Ich kann daran überhaupt nichts ändern. Und da kommst du in der nächsten Runde, kommst du hier auf Provinz, die endlich mal auf die unteren Tierstufen kommen soll. Ja. 4 bis 7 habe ich gehört und nicht mehr 9, 8 oder 10. Es macht einfach keinen Sinn auf der Tierstufe. Ist einfach so. Deal with it. Da gibt es eine Konterposition für unser rüberfahren. Da gehen wir da vorne an dieser Ecke, gehen wir da auf. Das ist da oben im Busch. Wenn da einer hinfährt, dann gehen wir da unten. Wenn wir da rumfahren, gehen wir auf. Unsere Counterposition dazu ist da bei F3. Wenn da einer rausfährt und das da drüben aufmacht.
Aber die ist ein bisschen gefährlicher. Bei denen ihrer Position ist ein Busch und wenn du nicht schießt, dann gehst du auch nicht auf. Wenn du natürlich schießt, dann bist du dumm. Muss jetzt einfach irgendwie der Erste sein, der hochkommt. Keiner in der Counterposition. Aufgegangen wäre? Ja, die ist zwei. Ist jetzt sehr wenig aufgegangen. Hier geht gar nichts auf. Das ist ja Weltklasse. Das ist ja super. Das heißt, hier verteidigt nicht mal einer, ne? Ah, da ist ein Baum hier fein, glaube ich. Das heißt, da an der Ecke wird auf jeden Fall einer stehen. Aufgehe mit Doppelbusch und so. Ich weiß es nicht. Nee, er steht jetzt sogar so, dass ich gar nicht mehr rankomme. So defensiv, so extrem. So wie wir ja halt Druck machen, machen die jetzt drüben Druck. Ja, so einfach fährt er da aber nicht durch. Super intelligent seid ihr jetzt nur noch nicht. Also einfach zu kreuzen, ohne irgendwelche Rücksicht zu nehmen, das ist dumm. So, ich muss erstmal wieder ein bisschen aufladen. Naja, da hinten stehen welche drin, das ist normal. Das kann man ja auf der Gegenbahn auch machen. Sie wasten sich da einfach nur, das ist total dumm. Mm-hmm.
War nicht mein Spot. Was ein bisschen kacke ist, ist, dass der E1 noch nicht wirklich aufgegangen ist. Naja, der wird hier oben sein. Der wird aber gerade schon im Reload drin sein. Da muss ich jetzt vorsichtig sein. Vielleicht ein, zwei Schüsse noch von der Arti mitnehmen. Naja, das. Tja, irgendwann wird er rauskommen, würde ich sagen. Hm. 50 Sekunden, mein Freund. Bist du behindert? Was machst du da? Ich wollte gerade sagen, mein Freund, da hochfährst du nicht. Das kannst du vergessen. So, da haben wir nochmal alles reingepumpt, was ging. Das musste ich ja jetzt machen zum Schluss, ne? Also war ja klar, jetzt habe ich so viel Zeit gelassen, dass die Artis drauf schießen können. Wollten sie nicht. Oder haben nicht getroffen, besser gesagt. Ah, guckt es euch an. Guckt es euch an, ich habe den Schmutz besiegt. Ich bin der Schmutzbesieger. Zack und weg. Die kleinen Mäuschen. So, das war doch mal eine gute Runde. Mal eine gute Runde, Leute. Guck mal jetzt so die letzten. Gewonnen, 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 gewonnen. Was für eine Session. Muss man ehrlich sagen, ey, was für eine Session. Also die lief jetzt wieder sehr, sehr gut. Ohne Frage. Auch wenn man sich überlegt, hier sind es 7-3. Dann hast du hier 4-1, 5-8-8, 7-6. Ja doch, das ist ganz in Ordnung. Außer die Arti-Runde, die war natürlich deprimierend, ne? Aber sie war gedoppelt. Von daher alles gut. Jetzt haben wir in der nächsten Grinding-Phase eigentlich nur noch den. Und dann gucken wir mal, was wir mit den anderen Panzern machen. Wenn wir hier mal gucken, so viel ist es nämlich nicht mehr. 28.000 ist jetzt wirklich nicht die Welt. Immer noch ein bisschen mehr. Ich glaube, der war noch ziemlich weit. Ah, auch nicht. Also 28.000 ist, glaube ich, der, der am weitesten ist, wa? Vergleichen, sondern ja. Ja. Das ist der, der am weitesten ist hier. Und den machen wir dann in der nächsten Runde. Ja, ich hoffe, euch hat es wieder gefallen. Hat ein bisschen mehr Spaß gemacht, aber auch wenn es durchwachsen, ne? Es ist immer durchwachsen. So mal 5 ist hart und dann, das ist jetzt hier gerade ein Sonntag, wo ich aufnehme. Das ist auch immer besonders hart, muss ich sagen. Sonntag in Kombination mit mal 5. Das ist wirklich alles unterwegs. Alles. So, dann, ja, wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Ja, kommt ja immer donnerstags raus, das Format. Also, einen schönen Freitag und dann, ja, ein schönes Wochenende. Und dann hören wir uns einfach beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, ja, Dübel Detlef and der Grind. Vielleicht auch mal in Friends. Ich habe heute geguckt, ob irgendwer mit will. Hat so erstmal nicht gepasst, ist nicht schlimm. Deswegen nehme ich erstmal die Reihe wieder ohne Leute auf.
ihr kennt das aus den letzten Malen. Was soll's? Dann sind wir halt nur du, ich, nur wir unterwegs. Macht's gut, ich wünsche euch was. Tschüssi.